Vier Game Changer. Das war das Motto des ÖHV-Hotelier-Kongress 2017 im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl. Mehr als 600 Teilnehmer kamen zu der großen Branchenveranstaltung, um sich voll und ganz den Zukunftsthemen zu widmen. ÖHV-Präsidentin Michaela Reiterer möchte Veränderungen im österreichischen Tourismus bewirken. Ein Game Changer ist jemand, der etwas verändern möchte, der den Mut und die Visionen hat, aber natürlich auch die Tatkraft, das auch umzusetzen, der immer wieder bereit ist, auch outside of the box zu denken, sich Dinge von außen neu anzuschauen und dann gegebenenfalls auch zu ändern. Nach der Begrüßung durch den oberösterreichischen Landesrat Dr. Strugel erfolgte ein Vortrag vom Politikberater Dr. Thomas Hofer, der die Rolle der Politik als Gamechanger hinterfragte. Aber auch der gemütliche Teil durfte nicht zu kurz kommen. Am Abend des ersten Tages konnte im gediegenen Ambiente der Trinkhalle Bad Ischl genetzwerkt und diskutiert werden. Den Auftakt des zweiten Tages des ÖHV-Kongress 2017 machte der Wirtschaftsphilosoph Anders Inzet, gefolgt vom Trendforscher Sven Gabor Jansky. Online-Experte Uwe Freers leitete, nach einem kurzen Vortrag zum Thema Haifischbecken-Online-Vertrieb, Status Quo und Zukunftsperspektiven, eine Diskussionsrunde. An dieser nahmen Gamechanger der unterschiedlichsten Marktteilnehmer den Online-Vertrieb unter die Lupe. Die Pausen waren eine gute Möglichkeit, sich über das breite Angebot der Aussteller zu informieren und Geschäftskontakte zu knüpfen. Der ÖHV-Kongress ist für uns sehr, sehr interessant, weil wir in kürzester Zeit sehr viele Stammkunden treffen können, neue potenzielle Kunden treffen können, hier uns austauschen können, neue Trends gemeinsam diskutieren können, hier unsere innovativen Produkte auch präsentieren dürfen und dann auch letztendlich auch zur netten Networking übergehen können, zu sagen, wir tauschen uns aus. Sehr oft ist auch das ein wichtiger Aspekt, dass wir auch Vertrauen aufbauen können. Nach einer kurzen Nachmittagspause nahm Bodo Jansen das Thema Führung, Wertschöpfung durch Wertschätzung unter die Lupe. Eines der Highlights war die Abendveranstaltung im Eventhotel Scalaria im nahen St. Wolfgang. Nach einer kurzen Nacht war das Thema Startups, Erfolgsfaktoren und Lerneffekte mit dem Investor und Business Angel Dr. Hansmann Auftakt in den Vormittag des dritten Tages. Frau Steinberger-Kern von der Blue Minds Group setzte ihren Schwerpunkt auf das Thema Innovation und Unternehmergeist. Investmentbank Gerald Hörhan gab den Hoteliers direkten Einblick in den Umbruch der Finanzwelt. Dass das Thema Crowdfunding auch im Tourismus ein Gamechanger sein kann, ist für Wolfgang Klemann der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank eine klare Sache. Das Schöne daran für mich war, dass es zwar immer wieder Szenarien gegeben hat, wo alle plötzlich erschrocken waren und gleichzeitig hat es aber im nächsten Absatz auch schon wieder die Lösungsansätze gegeben. Das heißt, man wurde auch immer abgeholt. Es ist um sehr viel Vertrieb auch um die Zukunft gegangen, hat mir sehr gut gefallen. Der Reiseschriftsteller Doug Lansky zeigte Punkte auf, wie die Zukunft des Reisens aussehen könnte. Mit dem Thema Destination Management Organization wurde das Fachprogramm des ÖHV-Kongress 2017 abgerundet. Zum Abschluss wurden noch einige Beiträge zum Thema Was macht der Gast der Zukunft in der Destination der Zukunft der 250 Tourismusschüler prämiert. Die Teilnehmer waren vom ÖHV-Kongress 2017 begeistert. Ich bin sehr beeindruckt von dem Programm, das zusammengestellt wurde. Auf der einen Seite war es sehr inspirierend, auf der anderen Seite aber viel Information, was man noch machen muss und welche Aufgaben in der Zukunft auf uns warten. Ich bin jetzt schon zum wiederholten Male da. Ich muss sagen, es ist jedes Mal angenehm, auch wiederum die Leute zu treffen, wo man unterm Jahr vielleicht nicht so die Möglichkeit hatte. Es ist immer ein netter Kollegenaustausch und wie immer sehr, sehr interessante Vorträge auch. Wieder ein toller Kongress, also eine super Location da in Bad Ischl und wieder viele neue Eindrücke gehört, neue Kollegen kennengelernt zum Gedankenaustausch, also tolles Abendprogramm. Weiter so. Für ÖHV-Präsidentin Michaela Reiterer fangen in Kürze die Planungen fürs nächste Jahr an. Der Kongress 2018 wird in Wien stattfinden, auf das freue ich mich schon. Wir sind schon in Vorbereitungen, ab heute geht es schon für das nächste Jahr los und ich freue mich auf alle, die dabei sein werden.